an dem Tag, wo ich eigentlich anfangen wollte mit dem das Roleplay, ne? An diesem Tag gab es so eine richtig dicke Hinrichtung von irgendeinem krassen Typen, so einem krassen Charakter auch. Und da waren alle irgendwie versammelt und so. Und dann ist der richtig gestorben, also dann gibt es noch nicht mehr. Und eigentlich hätten wir das live angucken können. Aber, oder was wir auch gesagt haben, die Admins machen auch regelmäßig Events. Sowas wie Indianer, also NPCs, Indianer stürmen eine Stätte und wollen die übernehmen. Sehen, was sie mit mir irgendwie so, ja, voll krass, Digga. Stell dir vor, wir wären live dabei, wie wir so in der Stadt sind. Auf einmal kommen so hunderte Indianer und wollen die Stadt übernehmen oder so. Das ist schon cool. Oh, wie ist was da? Wie ist was da, Chat? Hättest auch einen hübschen Südstaatler heiraten können, dann wären dir eine Menge Probleme erspart geblieben. War ein hübscher Südstaatler da zu dem Zeitpunkt? Denn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, du bist Südstaatler. Ich wollte gerade sagen, also mir ist gerade eingefallen, dass ich tatsächlich aus dem Süden komme. Ja, wo denn aus dem Süden? Wo immer du willst. Ja, das war mir schon klar. Junge, muss wirklich aufpassen, dass er nicht beim Absteigen gleich direkt ausrutscht. Will, weißt du zufälligerweise, hast du die neueste Ausgabe der Zeitung gelesen, ob da schon die Todesanzeige von Grimory drin ist? Nö, hab ich noch nicht gelesen. Scheiße, Mary ist verheiratet, ey. Ich bin so tot. Zeitung holen und nachschauen. Bin so tot, ey. Miss Whistle. Hört sich doch gut an, oder nicht? Ja, Miss Whistle. Habt ihr es gehört? Sie können mir ja mal zeigen, wo sie arbeiten. Ich finde, wir sind schon ein gutes Pärchen. Wir sind schon ein gutes Pärchen, Chat, sag ich dir ehrlich. Ich auch. Scheiße, die sind schon besorgen. Oh, ich glaube, die der Teamsieg wird Idee, dass da irgendwas. Hier arbeiten sie. Krankenhaus. Guck mal, das gehört nicht. Die Chefin. Die ist aber hässlich, ne? Die ist sympathisch und cool, aber die ist schon hässlich. Das ist hier ihr Arbeitszimmer? Ein Arbeitszimmer. Richtig. Schön gemütlich. Haben Sie irgendwas gegen Herzschmerz? Scheiße. Ja, ich habe ein Wundertonikum. Sitzt ganz tief. Ich habe ein Wundertonikum. Und das hilft. Das hilft, aber man kann es ausprobieren. Das sieht schon scheiße cool aus, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich will nicht, dass ich sterbe. Was ist mit meiner Nase los? Ich habe auch noch einen riesen Kopf, Digga. Große Nose. Viel los in der Hose. Was geht ab, Nefas? Was gut? Ist noch kaputt vom Parkdeck. Ich meine vom Park Saloon. Ich würde dir nahelegen, dass du mal so eine Dame aufsuchst, die heißt Louise. Findest du in Blackwater im Saloon. Die ist da sehr zugänglich, was die, ja, Annäherungsversuche angeht. Mary? Du Scheiße. Du hast doch ein Pferd. Ja, hab ich. Du willst doch bestimmt deinem alten Freund Dan helfen. Ach. Oh, scheiße. Du, kannst du mir nicht einfach ein Pferd verkaufen? Wenn du dafür bezahlst, kann ich dem Mann auch ein Pferd verkaufen, das ist richtig. Ja, Mary, also, ich meine, wir kennen es jetzt schon echt lange und na, wir können niemals zusammen sein, aber du bist schon meine beste Freundin auch. Ja. Also, nee, wenn du mir das Pferd kaufst. Also, nur wenn du mir das Pferd kaufst, sonst nicht. Und Pferd ist schon wichtig. Ja. Pferd ist schon wichtig, ja. Das würde unsere Freundschaft für immer und ewig binden. Mit dem Pferdekatalog, was hast du da? Ehrenfrau! Ich kann Tennessee Walker haben oder einen Kentucky Saddler. Und entweder 200 oder 250 Dollar. Oder wenn du dem Burschen ja, so ein Dreckspferd geben willst, dann reicht auch ein Muli, oder? Hol einen Kentucky Saddler. Ja, gut. Ja, Mr. Whistle, das Pferd heißt Diego. Sie müssen das ausreichend füttern und tränken und striegeln. Sollte irgendwann mal was mit dem Pferd sein, gehen Sie zu Miss Race, ja? Miss Race. Ja, Nefas Eleanor Race. Aufschreiben, das ist die Pferdezüchterin hier im County. Ja, behandeln Sie das Scheißpferd gut, weil ansonsten komme ich nämlich vorbei und hau in die Fresse ein. Verstanden. Mach ich so. So, Diego, dann verzieh dich mal. Wo finde ich nochmal die... Wir gehen gleich zum Stall und da kann... Miss Race. Ja, die... Von der sie sprachen. Blackwater. Er meint Louise. Ja, genau. Ja, Unrecht hat er ja auch nicht. Ne? Scheiße, hast du gerade gepfiffen? Ich weiß nicht, ohne Grund, Dan. Weißt du, natürlich kann er pfeifen. Ah, vielleicht solltest du bald öfters und lauter pfeifen. Mal schauen. Ich pfeife immer dann, wenn ich Lust habe. Vielleicht müssen wir das Pferd abholen im Stall. Vielleicht ist es im Stall gerannt. Ehrlich, Mary, ich werde dir dafür immer danken. Sobald ich das Geld habe, kriegst du das zurück. Das habe ich in diesem County schon dreimal gehört. Rate mal, wie viel mal, dass es mir zurückgezahlt wurde. Viermal nicht. Das ist jetzt der vierte, der mir das sagt. Deswegen sage ich ja viermal nicht. Ich mache nur Spaß, Mary.
Auf mein Wort ist immer Verlass. Nein, mein Wort ist immer Verlass. Ey, was ist denn los? Du machst mein Pferd ganz verrückt. Du machst mich ganz verrückt. Ach, das war mir klar, dass du das jetzt sagst. Nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Das gefällt mir. Ich habe wohl kaum Doktorin, oder? Ja, ich habe auch schon Doktoren gehabt, die waren, ja, weiß nicht, wie die an ihren Titel gegangen sind. Du meinst die in Valentine? Ja, die sind nicht besonders schlau. Die sind besonders dumm. Zumindest war das mein erster Eindruck. Du sprichst du jetzt erstmal mit dem alten Sack. Mach ich. Dann hände ich dir dein Pferd wieder aus. Wahrscheinlich hierher gelaufen sein. Sieht doch gemütlich sein aus. So, du Sohn. Gib mal Diego, du Alter. So, Pferd ausgeparkt, Chat. Mary. Mhm. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alleine klar? Ja. Ich werde erstmal zu dieser Luisa oder wie die hieß, reiten. Du Scheiße. Alles gut mit dir? Ja, ich wollte meine Zigarette aus. Ich dachte gerade, du wolltest mich küssen. Also das ging mir, nein. Das wird mir auch ein bisschen zu schnell gehen. Mary, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Beruhig dich bitte, okay? Ich bin auch ganz emotional aufgewühlt. Scheiße, ich wollte meine Zigarette ausdrücken und bin im Schlamm ausgerutscht. Ja, natürlich, Mary. Geh dann, glaub, was du willst. Wo muss ich nochmal hinreiten? Was hat er nochmal gesagt? Scheiße, steig auf dein Pferd, wir reiten dahin. Komm. Oh, da wollte ich fast sie vom Pferd schlagen. Ah, du sollst auf dein Pferd aufsteigen und es nicht schlagen. Ah, ja, scheiße. Oh, verdammt, das ist ja irgendwie was. Es ist das Nasenbluten. Oh Gott. Was machst du eigentlich, wenn du nicht Doktorin bist, Mary? Ein 24-Stunden-Job. Die holen mich sogar nachts aus dem Bett. Das heißt, wenn man dich heiratet, dann heiratet man auch deinen Job. So korrekt. Verstehe. Interessant. Und du hast schon einen Gatten. Das enttäuscht mich. Indiana, ja. Enttäuscht mich. So? Ich dachte, du hättest, weiß nicht, das zwischen uns auch so gemerkt, dass da was ist. Das darfst du mit dem Schotten ausdiskutieren. Ich diskutiere gar nichts. Ich will keinen Stress. Nur wer weiß, vielleicht gibt er mich ja ab. Ich denke, so dumm ist er nicht. Wenn er so dumm wäre, dann macht er Bekanntschaft mit meinem Messer. Wie findet ihr mein Pferd von AMG? Kannst du singen? Jeder kann singen. Ob es richtig klingt, ist die andere Sache. Ja, wenn du so singst, wie du aussiehst, dann lass es lieber. Ah ja, du kommst wirklich aus den Südstaaten. Hab ich doch gesagt. Ich sehe nicht immer so scheiße aus. Lass uns doch noch mal ein paar Wochen treffen, wenn deine Haare nachgewachsen sind. Braucht halt seine Zeit, sind nur Haare. Lüse ist einerlei. Ja, außerdem finde ich auch, der Charakter macht das meiste aus. Dann ist mein Charakter genauso scheiße, wie ich aussehe. Ja, das wollte ich so nicht sagen, aber da hast du recht. Naja, ich finde, du bist ganz okay. Butlerin halt. Scheiße! Was ist los? Doch mit Will reden. Ah, ich wollte ihn eigentlich nur was fragen, aber war die ganze Zeit anwesend. Da war das so ziemlich dumm, das zu fragen. Was wolltest du ihn denn fragen? Was Bestimmtes. Ja, erzähl, wie kannst du da vertrauen? Wenn ich eins gelernt habe von den Gummanschen, vertraue niemandem, nicht mal deiner scheiß Familie. Du hast mir gerade ein Pferd gekauft und vertraust mir nicht? Das Pferd, ja. Das habe ich dir gekauft, richtig. Also ich finde, um unsere Freundschaft zu stärken, solltest du mir vielleicht das Geheimnis anvertrauen. Dann vertraue ich dir auch eins an. Fang an. Ich soll anfangen, obwohl ich zuerst das gesagt habe. Ja, ist von Vertrauen gefaselt. Na dann, gucken wir mal, wie sehr, dass du mir vertraust. Okay, ich verrate dir mein Geheimnis. Aber das habe ich erst seit heute. Meine Güte. Ja, du... Jetzt halt über Kopf verliebt, das dann ganz so stecken Quatsch. Lassen. Quatsch. Kenne ich doch gar nicht. Aber ich kann dir sagen, dass ich von klein auf gelernt habe, mich nicht an vergebene Damen ranzumachen. Okay. Aber heute, von heute an, bin ich der regelbrechende Dan Whistle. Ja. Aber erzähl's niemandem. Da bis jetzt bin ich dafür bekannt, mich immer an die Regeln zu halten. Ja, hier wird dich keiner kennen. Und wenn du anfängst, hier die Regeln zu brechen, werden dich alle nur als solchen kennen. Deswegen sage ich dir, das ist ein Geheimnis. Du darfst es niemandem sagen. Dass du noch nie eine Regel gebrochen hast oder dass du die Regeln brechen wirst? Beides. Ah ja. Sonst wäre es ja kein Geheimnis. Verrate ich dir ein Geheimnis? Man kann dir nicht vertrauen. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Na los, Kutscher, fahr schneller. Piss dich, du Sohn. Du wolltest mir ein Geheimnis erzählen. Oh. Ein Geheimnis erzählen, ja, das ist richtig. Ist schon angelogen. Was ist ein Comanche hier? Das ist eine halbe Comanche.
Ich hab keine Ahnung, was sie... Wenn ich den verraten hätte, die Person ist, dann hättet ihr jetzt ein Problem. Oh, ja, dann danke, dass du es nicht gesagt hast. Und bist du ein halber Comanche? Nö. Ich verstehe gar nichts. Na also, brauchst du dir keine Sorgen machen. Dan Whistle, ab 1899 das Wort Hure... Ach, bin ich aus Zucker. Du hast nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob das Pferd bockig ist. Ja, ich dachte, meinst du mich? Nee. Hab's ganz gut im Griff. Intern gibt's einen Apfelbaum neben dem Galgen. Da kannst du ihm ein paar Äpfel pflücken. Willst du dafür Geld? Sollte ich Geld dafür wollen? Scheiße, ich verdiene genug. Ich hab dir ein scheiß Pferd gekauft. Das war auch nicht ernst gemeint, die Frage. Also, kann ich nichts geben. Ich hab ja fast nichts. Außer dich. Rechts! Verdammte Scheiße, rechts! Ja, sag das mal früher! Sag das mal früher! Fliege Scheiße. Fast hätte ich mich aufs Maul gelegt. Sind wir nicht schnell gerippt. Oh. Bei jemand eilig. Soll ich eine Handynummer fragen? Mary, kannst du mir vielleicht deine Handynummer geben? Mary, du musst mir auch mal Bescheid sagen, wo wir hinreiten. Ich kenne den Weg doch nicht. Also wenn ich geradeaus weiterhalte, solltest du nicht gegen mich reiten. Hm? Du bist ganz schön anziehend, Mary. Entschuldige. Soll ich öfters scheiße aussehen? Naja, wenn du gut aussehen würdest, hätte ich gesagt, ausziehend. Das ist eine ausziehende Wirkung. Ach du Scheiße. Die versteht auf jeden Fall meinen Humor, Digga. Ich mag die. Sag ich dir ehrlich. Guck mal, die ist wenigstens, die kann darüber lachen. Weißt du, bei GVP wäre schon wieder oben. Ich kann ja solche Sprüche ab, aber nicht jede Dame hier im County kann die Sprüche gut vertragen. Also wenn du mal eins aufs Maul kriegst, dann kriegst du eins aufs Maul, ne? Nicht jede Frau hat diese Sprüche verdient. Ich hab bei dir schon gemerkt, dass du cool drauf bist. Man nimmt dich nachts vor Wölfen in Nacht. Wie jetzt? Also, du gehst gleich wieder und reitest weg, oder? Ich dachte, du passt auf mich auf. Soll ich auf dich aufpassen, ja? Wenn wir dann mehr Zeit miteinander verbringen, dann ja. Drauf an, wo du hin willst. Vielleicht hinst du dieser Luisa da. Scheiße, willst du dir das wirklich antun? Die wird dir definitiv eins auf die Schnauze hauen. Weiß nicht, der Bill hat mir jetzt ganz schön geredet. Bill hat er dir zugesteckt. $10. Das ist nicht wert. Das waren sogar 15. Das waren $15. Das ist nicht wert. Keine Sorge, Mary. Du hast keine Konkurrenz. Wenn du unbedingt eins auf die Schnauze kriegen willst? Ich kenne auch nur dich. Ich meinte jetzt, wenn du zu Luis gehst und dir das auf die Fresse knallst. Ach so, ich dachte, dass du mir auf die Schnauze hauen willst, wenn ich zu Luisa gehe. Nein, sie wird dir auf die Schnauze hauen, wenn du ihr sagst, dass sie nur bist. Das werde ich auf keinen Fall sagen. Rick in Valentine. Ah, könntest du ein bisschen, Privatsphäre? Danke. Komm, mein Gesicht alles voller Blut. Ist wirklich nach Blackwater? Ja. Ich würde mal ein paar Äpfel sammeln. Oh, hier sind schon mal ein paar, sehr gut. Essen, trinken, hast du mit? Ja, klar. Dass du mir nachher irgendwie vom Pferd kippst. Das ist ja nicht schlimm, du bist ja Doktorin. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen Körperkontakt, wenn du mich behandelst. Ich kann dich aber nicht schleppen, ne? Wasser runterfällst, ist das ein bisschen ungünstig für mich. Nein, passt schon. Du bist doppelt so groß wie ich. Ja, ich kann schon auf mich doppelt so schwer passen. Werden sehen. Gut. Ich denke, Blackwater lassen wir dann mal aus, oder? Ja, besser ist das. Reiten wir nach Tumbleweed, der Büchsenmacher macht nämlich bald auf. Ist richtig cool, oder Chat? Guck mal, jetzt reiten wir wieder irgendwo hin, das gefällt mir auch voll. Ich sag dir ehrlich, das gefällt mir richtig gut. Dieses GTA ist immer so eine viel Action Jackson, Alter. Und dann so eine... Wenn die erste dir die ins Gesicht schlagen, hä? Würde es besser finden, wenn du die erste wärst, die mir ins Gesicht schlägt. Scheiße. Den nehme ich doch gut, also warum sollte man mir ins Gesicht schlagen? Wenn dir die Äste ins Gesicht schlagen, ach. Immer so nah an den Bäumen entlang. Tut das nicht langsam weh? Ja, das tut extrem weh, aber ich wollte es jetzt nicht so vor dir zeigen, weißt du? Aber jetzt, wo du es schon ansprichst, also können wir vielleicht die Seiten tauschen, dass du ein bisschen näher an den Bäumen reitest? Weil ich kleiner bin und drunter durchpasst. Sehr schön. Guten Abend, Sir. Ben, bist du's? Ja, ich bin's. Was machst du hier? Ich gehe runter zum Buchsmacher. Ich brauche noch ein paar Pfeile für meinen Bogen. Ja, da reiten wir halt auch hin. Ja, glaube ich, mit ihrem Bruder bei mir im Krankenhaus in Zordenie. Ja, ich weiß, ich hatte da längere Haare. Das kann gut möglich sein. Da sah sie noch gut aus. So ist so. Wenn ich immer zu sagen, dass ich scheiße aussehe, das weiß ich selbst. Will ich nur ein bisschen ärgern. Schon klar. Ansonsten, Dan, von wo hast du denn das Pferd her? Das hat mir Mary gekauft, meine neue beste Freundin. Ist das so, Mary? Ja, das ist so. Ist jetzt bestätigt? Ja, nach links gesagt habe ich. Ist jetzt bestätigt? Oh, ja, Invoice. Das ist ja amazing. Das ist relativ schmal. Da kann man... Ach, komm schon. Ah! Oh Gott. Oh Gott, das ist ja ein Todesweg hier. Ach, was, auf die Fresse geflogen. Hey!
hat halt den gefährlichen Weg jetzt genommen. Warum ist der Weg gefährlich? Tall Trees reiten. Reite niemals durch Tall Trees. Warum? Niemals. Warum? Die Wahlen leben. Gelebt haben. Man ist sich nicht sicher, ob sie wirklich weg sind. Gib deinem Pferd mal die Sporen. Bisschen rennen. Oder wohin reiten wir, Digga? Mein Pferd kann nicht mehr. Die hat wahrscheinlich so ein Mega-Pferd. Die hat ein Lambo. Diego ist so langsam, ja. Ist halt echt ordentlich langsam. Müssen wir jetzt zum Tuner, zum Pferdetuner. Ist aber schön, ne? Schön. Nur Marmadillo herum. Ich möchte nicht, dass sich einer von euch mit Cholera ansteckt. Nein, ich ziehe ja schon meine Maske auf. Ist aber nicht, ob der Kleine eine hat. Ich bin so dumm, Digga. Ich hab doch mein Halstuch gehabt, Digga. Das kann ich doch als Maske nehmen. Ich hab gar nicht an mein Halstuch gedacht. Perfekt. Dann können wir durchreiten. Alle auf. Sporen. Ach du Scheiß, werd krank. Auf so Kleinigkeiten muss man auch als echt achten. In Armadillo ist eine Seuche. Die meinte ja Cholera oder so. Ach, deswegen stand auch, du wirst krank. Ach so, und deswegen hilft dieses Ding so ein bisschen. Verstehe. Boah, das ist so realistisch, ne? Ich muss mich hier echt konzentrieren, Bro. Nicht wie bei GVMP, was einfach machen. Ich hätte gar nicht an gedacht, eine Maske aufzuziehen zum Beispiel, weißt du? Ah! Aua, Scheiße. Niemals dran gedacht, Digga, dass die SD auch wehtun. Und sie reitet einfach durch Kaktusfeld. Wie groß ist bitte diese Karte? Echt da. Das ist ja wirklich ein super weiter Weg. Warum er ums Verrecken hierher wollte. Hat Mexikaner, ne? Der mag wahrscheinlich die Wüste. Alter, ist hier was los? Hier sind ja auch schon wieder Leute. Wie geht das? Hier sind überall Leute. Arsche, sie brauchen mich gar nicht so böse. Sie brauchen mich gar nicht so böse anzugucken, ja? Auch gar nicht böse. Mhm. Ich habe ja ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mir ihre Haare begucke. Mhm. Ja, hätten Sie mal auf mich gehört, Miss Jackson? Ja, ich weiß schon. Das wollte ich gerade sagen, ne? Ich habe Ihnen gesagt, wir gehen zusammen zu den Indianern. Und Sie sind sicher. Was machen Sie? Sie suchen sie auf eigene Faust? Ich gesucht. Die standen in Valentine. Wäre ich da rausgeritten, hätten sie mich sowieso eingesackt. Ja, gesagt, sie so sollen sich verstecken, los. Wenn sie Indianer sehen. Verflucht. Verflucht. Die kam aus dem Nichts. War an einer Stelle am Kopf erwischt, wo er ein bisschen tief geschnitten hat. Aber das ist nicht der Rede wert. Sehen Sie jetzt ein bisschen aus wie ein kleiner Junge, aber okay. wollen Sie... Scheiße. Ich bin noch einen angenehmen Abend, eh? Und passen Sie weiterhin auf sich auf. Ich weiß nicht, was die Indianer noch vorhaben. Das ist der Anführer übrigens, ne? Ich sag dir, der Marshall, Jungs. Der Marshall ist der Höchste. Er ist Freund mit Caesar, sagt der darf laut Rebell auch nicht korrupt sein. Wer ist das denn? Oh. Bis Sanders. Einen wunderschönen guten Abend, Selma. Ich war gerade so in meinem Theater. Guten Abend, Miss Sanders. Freut mich, Sie kennenzulernen. Besser Sie. Schönen guten Abend auch Sie. Wer sind Sie? Allen Mr. Whistle vorstellen. Dan Whistle, mein Name. Dan Whistle. Jetzt bin ich nicht mehr der Neue. Jetzt bist du nicht mehr der Neue, Donner. Mein Name ist Selma Marietta Flores. Hast schon was rausgefunden? Ich weiß gar nicht, wen ich... Den Namen jetzt. Ich weiß gar nicht, wen ich lieben soll. Kommen Sie her, Mr. Oster? Klar. Die hat gesagt, woher kommen Sie her? Und ich hab gesagt, ich hab verstanden, kommen Sie her? Und ich sag, klar. Oh Gott, Digi, was ist denn los mit mir? Oder er dreht sich von alleine nochmal. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Richtig? Mehr als amüsant. Alles, ja, ich bringe Sie gern zum Lachen, tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur hier ein Gespräch anfangen und fragen, wo Sie herkommen und dann drehen Sie sich weg. Und ja, ich habe ein bisschen Angst vor schönen Frauen. Ich habe gedacht, ich gehe erstmal und sammle mich nochmal. Oh je, keine Angst haben. Und... Wie war nochmal Ihr Name? Miss Sanders. Miss Sanders, alles klar. Jetzt nochmal meine Frage, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus dem Süden. Und Sie? Ich komme aus der Nähe von Boston. Digga, sieht sie aus wie Hagrid? Ellie? Oder ist sie aus, als wäre ich Hagrid, Mann, von Hogwarts? Das können schon meine Freunde werden, Jungs. Wie sie so hochgeguckt hat, richtig so, Digga. Ich denke, ihm wird schon mal irgendwann mal wahr werden, nicht wahr, Mr. Whistle? Leg doch deinen scheiß Mantel auf dein Pferd, meine Güte. Jetzt ist 26 Grad. 26 Grad ist ganz entspannt. Wann sind Sie im County? Seit heute. Heute erst? Ja. Haben Sie denn schon alles gesehen? Die schönste Frau, definitiv. Ich meinte eigentlich eher die Ortschaften hier. Ihr Name? Achso. Und die? Ich hab, wir waren in Valentine, Sordini, kurz durch Rhodes,
Armadillo und Doubleweed. Doubleweed? Längsten Weg geschnappt. Tja, Mary, ich hoffe, du hast mir auch gleich die guten Stellen im Fluss gezeigt, wo man Gold schürfen kann. Hat sie tatsächlich nicht. Hab ich nicht. Boah, wer ist denn die da im Roten, Leute? Was sind alle wieder angriffsbereit? Warum sind denn alle wieder so an? Einmal ein Scheier. Wer schießt denn da vorne auch wieder? Was ist denn da los? Da oben läuft auch jemand, ne, Chat? Guck mal. Hey, sind die überall welche, Bro? Da oben, das Riesenhaus, da ist jemand. Das da vorne sieht nach einem NPC aus. Okay. Ich hau ab in die Richtung da vorne. Weil ich falsch Taste gedrückt, Bro. Hab ich diese Winkbewegung gemacht und dann wollte ich... Hab ich so gemacht und dann wollte ich sagen so, ich hau in die Richtung ab. In die Richtung da vorne hau ich ab. Mary, wie kostet denn hier Munition? Ach, genug. Warum brauchst du welche? Ja. Ich wollte jetzt nicht, du hast mir schon ein Pferd gekauft. Ich wollte jetzt nicht nochmal drauf hinaus, dass du mir noch Munition kaufst, aber... Du kannst sie auch per Rechnung kaufen, dann zahlst du die Rechnung ein paar Tage später. Du musst halt dafür arbeiten. Ja, ich lass... Ne, klar, du kannst mir halt auch kaufen halt, ne? Der nächste alter Freund. Ich dachte, wir sind beste Freunde. Ja, das heißt aber nicht, dass ich dir mein Geld in den Rachen schiebe. Ja, dann arbeite ich natürlich. Obwohl, Geld in den Rachen schieben. Denn ich hab was für dich. Ich muss gerade noch mal mein Pferd zu mir holen. Dean, ich hoffe, du hast Munition für mich. Eine Kleinigkeit. Für unsere Freundschaft. Das ist aber nett von dir, Dean. Oh, danke dir, Dean. Das hat er mir gegeben. Das ist echt nett von dir, Dean. Wie kann ich dir das danken? Ja, auf unsere Freundschaft, würde ich mal sagen. Ich weiß ja auch, darauf müssen wir anstoßen, Dean. Einander mal. Was hast du denn noch heute vor? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir würden vielleicht die ein oder andere Ruhe besteigen. Die ein oder andere Ruhe? Ja, Dean. Die ein oder andere Ruhe. Ich möchte mir gerne wieder ein paar Krankheiten einfangen. Ach, das ist doch ein netter Bonus, Dean, sag ich immer. Ich meine, dafür zahlst du doch. $1 ist es mir nicht wert. Ach du Scheiße, meine Waffe schwebt. Ich brauche einen Holster. Es gibt gewisse Personen im County. Scheiße, dem ich halt eben nichts zu tun hab. Wie krieg ich die Waffe da weg? Aber den, ich muss mal ganz dringend pissen. Warte mal kurz. Leute, schnell. Wie krieg ich die Scheiße da weg? Das ist doch wieder Bann. Das ist gebannt. Schnell zum Pferd und dann Lagebesprechung. So, wir sind am Pferd. Die sind wir schon mal safe. Ablegen. Okay, ich habe die Waffe jetzt in mein Pferd gelegt. Und jetzt gehe ich pissen. Digga. Guckst du so doof? Kannst du mal in Ruhe pissen lassen, Alter? Das ist ein NPC, deswegen sage ich so, Alter. Das ist ein Spieler, das ist kein Spieler. Scheiße, ist das ein Spieler, Digga? Oh, bitte, ist das nicht ein Spieler? Kann ich dir irgendwie helfen? Verpiss dich, du Sohn! Das ist mir genauso unangenehm wie dir. Ach, der ist AFK! Nee, der pisst. Ich will dich nicht stören, aber... Das ist mir genauso unangenehm gewesen wie dir. Was? Pauli, Partner, wollen wir unsere Flinten messen? Am besten behalten wir das einfach für uns. Was genau? Ja, als ich gerade eben da neben dir gepinkelt habe, ich glaube, du hast mir auf den Schuh gepisst. Aber ich möchte keinen Stress, also... Wir vergessen es einfach. Ja... Oh, ja, Entschuldigung, ich war in Gedanken versunken, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich glaube, dass du so entspannt hast beim Pinkeln. Ich kenne das, dass du mehr vom Schuh gepinkelt hast. Oh, tut mir leid. Alles gut. Das war ja auch mein Fehler. Ich hab extra, ich meine, ich hätte überall pissen können, aber ich wollte einfach neben dir pissen, um Pinkeln verbindet, weißt du? So lernt man sich eigentlich. So habe ich die besten Freunde kennengelernt. Ja, das stimmt. Gut. Dann noch einen schönen Abend, ja? Ja, ich muss in die gleiche Richtung. Scheiße, Digga! Das ist ja wie im Film! Das ist ja wie im Film, Digga! So, hau rein, ne? Ja, ich muss in die gleiche Richtung wie du. Er ist voll süß, Digga, ich schwör. Gib mir Gas und ich seh das mehr.